Na, Kleiner, bist du bereit? Ich? Natürlich bin ich bereit. Hallo zusammen, mein Name ist Vladafir, gelernt und willkommen zum neuen Video. Gut, erzähl mal. Ich habe Vlad herausgefordert und dafür habe ich die undurchdringlichste Kiste der ganzen Welt geschafft. Was der Clown getan hat, was ich getan habe, ist ein neues Level. Und du willst, dass ich aus dieser Kiste rauskomme? Ich habe mit unserem Produktionsteam so eine undurchdringliche Kiste geschaffen wie in Minecraft. Du schlägst drauf und sie zerbricht niemals. Da wirst du niemals rauskommen. Nun, da du zusammen mit der A4 Production eine stoßfeste Kiste gemacht hast, dann werde ich mich auch an die Hilfe eines kleinen Manns wenden. Also Leute, der stärkste Mann der Welt. Starker Atom, willkommen! Ey, geht beiseite! Oh, schaut euch diese Arme an! Ja, Mann, ich bin der Beste! So groß wie mein Kopf! Ja, der Allerstärkste! Also du, ihr kommt da niemals raus. Was sagst du? Viel Glück wünsche ich euch. Das habe ich gesagt. Was hast du gesagt, Probiert es erstmal aus. Ja, wir werden es versuchen. Okay, beruhigt euch erstmal. Werft erstmal einen Blick auf meine Kiste und dann entscheidet, ob ihr es schafft oder nicht. Trifft mein kleines Baby. Die A4-Produktion und ich bauten diese Kisten mehrere Tage lang. Diese Box hat ganze 6 undurchdringliche Schichten. Diese Kiste wiegt ungefähr 2 Tonnen. Und schaut euch mal die Dicke dieser Mauer an. Ich habe so viel Vertrauen in diese Kiste, dass ich sogar bereit bin, mit Vlad auf 1.000 € zu wetten, dass er hier nicht herauskommen wird. Wir nehmen deine Challenge an und wetten um 1.000 €, dass wir hier rauskommen werden. Probiert es aus. Deine Kiste macht mir überhaupt nichts. Also, um dein Eifer zu bremsen, werde ich dir zeigen, was dieser Mann fähig ist. Ohne Probleme. Ich hab's verstanden. Komm schon, mach dir keine Sorgen. Wenn ich eine Woche ins Fitnessstudio gehe, werde ich dann genauso aussehen. Sehr traurig. Also wir müssen mal schauen, was bei uns auf der Decke ist. Also, ich sehe da keinen Staub. Das ist sehr leicht. Vielleicht gehen wir so spazieren oder so. Auf die Straße. Okay, vielleicht habt ihr eine kleine Chance. Aber die Kiste ist dennoch sehr stark. Nun sollen wir reinklettern. Auf geht's. Leute, so eine Kiste haben wir noch nie gebaut. So eine Kiste kostet 3.500 €. Diese Kiste hat einen Wert von 3 ganzen iPhones. Ich weiß nicht einmal, wie Vlad darauf reagieren wird. Ich habe so eine große Verantwortung übernommen. Und im Moment gibt es meiner Meinung nach solch keine Videos auf YouTube. Dieses Video verdient so eure Likes mehr als alles andere. Also liked es. Ich hoffe, es gibt viele Likes. Vlad wird das sehen und verstehen, dass ich nicht einfach so 3.500 € ausgegeben habe. Also von dein Like hängt jetzt sehr, sehr viel ab. Also geh runter und like alles. Also, wie gefällt dir dein neues Zuhause? Bis hier sieht es aus wie eine Art Kindergarten. Als ob du gerade 1.000 € einfach geschenkt hättest. Eine Art weite Beschichtung, eine Art Schaubügel. Mal sehen, was wir unter der ersten Schicht haben. Also? Du machst es wie ein Kind, ey! Alles stärker! So! So macht das Papa! Okay, was sehen wir hier? Wir sehen eine dichte Schifferschicht. Das war nur eine Außenhülle. Weiter wird's richtig hart werden. Und ihr müsst denken, wie ihr hier rauskommt. Also, unsere Mitglieder haben sich bereits eingelebt und es ist an der Zeit, ihnen meine Spielregeln zu erklären. Also, ich habe hier so ein Glücksrad und davon gibt es eine Reihe von Tools, die ihr bekommen könnt. Und von Runde zu Runde wechselt das Werkzeug und ihr bekommt eine Chance, dieses Werkzeug 5 Minuten lang zu benutzen. In dieser Zeit müsst ihr schaffen, damit die Wand anzubrechen. Wenn ihr es nicht schafft, die Wand anzubrechen, dann rieb das Rad noch einmal. Das war so einfach, Glenn. So einfach ist das nicht. Ich habe dir noch nicht von meiner Überraschung erzählt. Kakerlaken. Es scheint, dass Glenn beschlossen hat, sich für alle Challenges an uns zu rächen. Aber ich habe mich vorbereitet. Also, genug geredet, auf zur Tat. Drehen wir das Rad, machen die Wand kaputt. Und los geht's. Ich denke, Schiffer, ich kann es auch im Grunde mit meinem Fuß brechen. Handschuhe. Nun ganz okay, um Schiffe zu zerbrechen und die Hände nicht zu verlassen. Komm, nimm's. Geil. Ja, die sind für die Kanalisation. Schau, wenn wir hier raussteigen, werden wir sprechen. Ja, wir reden später mit dir. Mit dem musst du ja auch. Wir teilen das Geld ja, die 1.000 €. Also du wärst sehr, sehr motiviert. Okay.
Nun, ich werde sehr gerne meinen ersten Schlag machen mit was? Mit was? Weißt du was? Mit diesem rechten Bein, weil es sehr stark ist. Man macht es einfach rund. Hast du unseren Zuschauern gezeigt, wie man treten muss oder was? Was soll das? Es gab einfach keinen Platz zum Schlagen. Und eins und zwei und... Ich habe eine Idee, Vlad. Vielleicht nimmt dich der starke Mann und schlägt ihn mit dem Kopf gegen die Wand. Und wenn du mich zerknüllst, bekommst du einen Papierknaul. Ich bin ja Papier. Ich werde mich aufrichten und werde mich wie ein Rambock nehmen. Also, eure Zeit läuft. Los geht's, mach mal was. Versuch uns also mit deinem Rambock. Auf geht's. Also komm, machen wir es fertig und auf so. Geht's. Yeah, mach es. Also, halt. Puh, schau, es hat funktioniert. Oh, jawohl. Das nenne ich also Teamarbeit. Also, jetzt lass mich's versuchen. Okay, die erste Schicht ist abgesprallt. Was kommt weiter? Polyurethanschaum, ist das alles, was du kennst? Mach mal weiter. Das Werkzeug ist nicht sehr effektiv, also nimm es und ich warte jetzt auf das nächste Werkzeug. Oh, du musst sie mir nicht zurückgeben. Also, starker Mann, dreh mal dran. Oh, eine Peitsche. Ich hoffe, das ist eine aus einer Art Metall, das alles auf seinen Weg zerbricht. Wie gefällt dir das Werkzeug? Oh, hab ich schon mal benutzt. Kurz gesagt, würde ich mich jetzt lieber hier stellen, weil die Ausbreitung der Peitsche unvorhersehbar sein kann. Komm nur, ich mach dich fertig. Ich sehe nicht, dass der Schiffer sich zerbricht. Und wie wär's, wenn du so wie Schlangenringe so umwickelst und... Und dann zuschlagen, lass mal versuchen. Komm schon, komm, ja, so langsam. Also, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass meine Peitsche so anwenden kann. Ja, damit ist alles klar. Nimm es, verlier's nicht. Okay. Und... Ein Hockeyschläger, das ist voll okay. Ein Hockeyschläger ist bombastisch. Man kann es wie ein Hebelarm benutzen. Oh, hier kann man so sorgfältig das so machen. Schau, Tropfen, so, Punkt. Und was ist das für eine Schicht? Man kann es vielleicht mit dem Schläger durchschlagen. Ey, 5 Minuten sind vergangen. Komm, du gibst das mir wieder her. Los. Also, und jetzt dreht Aktion Protein auf. Und, Morgenstern? Morgenstern? Leute, ich verstehe, was es bedeutet. Schaut, das ist ein Morgenstern. Ich erinnere mich an dieses Video aus mittelalterlichen Videos. Dieses Ding ist der Hammer. Komm her mal, oder? Und natürlich Safety for Safety. Vergesst die Sicherheitsbrille nicht. Danke. Lammel, fürs Porter! Ja! Auf geht's! Nun, Glentik, wer kommt hier raus? Also, ich hab dem Glücksrad ein kleines Update gegeben, bevor bei euch hier eine Schaumparty anfängt. Ja, die Party wäre cool, wenn der Schaum nicht Polyurethan wäre. Also, dreh das Rad und bekomm den Gegenstand, den du dir verdient hast. Oh, Leute, jetzt bin ich dran. Also, ich frage mich, was ich bekomme. Ein Aufsatz an den Gruber. Das ist etwas, das ich... Ah, ja, ich erinnere mich dran, ich bring's gleich. Also, ihr seid zwei Maschinen und hier ist was für eine harte Maschine. Solche seltsame Werkzeuge hatten wir in unseren Challenges noch nie. Wahrscheinlich werde ich so versuchen, so etwas zu machen. Uff. Du schlägst, als wärst du ein Mädchen. Komm schon, wie ein Mann. Komm schon, genau. Ich bin irgendwie an eine neue Schicht gekommen. Da ist irgendwie Pappe. Leute, aus irgendwelchem Grund kommt aus diesem Loch was Kaltes. Gibt da Eis drin? Du wirst leben und es herausfinden. So, stopp! Die Zeit ist abgelaufen. Gib's wieder zurück. Komm, gib's her. Und dann machen wir weiter. Kleiner, bring das Glücksrad! Kleiner. Auf geht's! Also, ein Pfaffenwende mit Zen. Nicht schlecht. Ich weiß nicht mal, wie viel Kraft du benötigen wirst, damit dir dieses Werkzeug überhaupt hilft. Aber aus irgendeinem Grund denke ich, du bist ein starker Mann. Lass es mal versuchen! Oh. Oh Mann, mir gefällt das nicht. Er macht das sehr selbstsicher. Schaut, was dann als nächstes kommt. Ketten, Beton. Und da gibt's noch was anderes hinter dem Beton. Hör zu, Glenn, können wir vielleicht einen anstatt Kubikov mitnehmen? Was? Und über wen? Wir sollen es da lustig machen? Über ihn etwa? Nun ja, wenn wir ihn verspotten, wird er uns dafür verprügeln. Hör zu, wo ist Kubikov eigentlich? Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie nicht fragen. Ich weiß nicht, er ist irgendwo verschwunden. Ach komm, mach dir keine Sorgen. Ich denke, es fällt niemanden auf, dass er weg ist. Nur noch mehr. Niemand hat in die Kommentare geschrieben, wo ist Kubikov? Also ist es egal. Also natürlich egal. Nun, ist okay.
Ihr habt euch viel zu früh gefreut, denn es wird weiter immer und immer schwieriger werden. Das sind Ketten, die man nicht brechen kann. Auch der starke Mann nicht. Also dreht jetzt endlich. Ja, und bitte keine Kakerlaken. Ich habe eine Karte bekommen. Damit hast du gar noch Glück gehabt. Karte, hör zu, ist wahrscheinlich eine Art riesige, scharfe Säge, die diese Ketten jetzt durchtrennt und wir werden ruhig aussteigen. Was ist das, eine Karte? Nein, das ist für dieses Kältespray. Riese, keine Karte. Du hättest es richtig schreiben. Du hast es doch so gesagt. Verdammt, Leute, meine Meinung ist es wirklich schlecht. Aber andererseits, was ist, wenn diese Ketten jetzt einfrieren und wir sie ruhig so legen und sie fallen auseinander? Versuchen wir. Der Frost kommt jetzt. Dieses Ding friert Objekte so sehr ein. Ich weiß nicht einmal, wofür es im Leben verwendet wird. Vielleicht, um Knödel dringend einzufrieren. Und wenn ich an Schnee denke, da denke ich natürlich immer an Urlaub. Leute, habt ihr eigentlich schon Ferien? Schreibt's unten in die Kommentare. Also jetzt kommt ein Beinschlag. 3, 2... Nun gibt es Risse irgendwo, aber es reicht noch nicht, um die Kette wirklich durchzubrechen. Glenn hat mir Müll gegeben. Du hast es dir selbst ausgesucht. Also, jetzt ist der starke Mann dran. Also, dreh, komm. Let's go! Oh, Glenn, die Metallsäge ist draufgefallen. Was? Echt? Was erzählst du mir nur da? Kakerlaken. Also, Glenn, komm schon, ich habe einen Baseballschläger. Ah! Hab keine Angst, das ist doch Protein! Oh, meine Mädels, ihr geile Schnitten, na, wenigstens etwas! Und es stellt sich heraus, dass du 5 Minuten hast, um die Kette mit Hilfe von Kakerlaken irgendwie zu sprengen. Meine Armee, greift an! Auf geht's! Rück vor! Vorwärts, das ist Lego! Also Vlad, dreh dich nicht um, die Kakerlaken krabbeln noch und such dir was Neues aus, also. Also Leute, für die nächsten 5 Minuten werde ich das Objekt mit Hilfe von Kaginawa zerbrechen. Ein Kletterhaken. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Wort höre. Ich glaube, du hast eine Chance, wirklich. Hier, schau mal, das ist doch nur ein ganz normaler Anker. Ich habe so ein Ding im Film gesehen, wenn wir sie so auf das Dach werfen. Es klammert da fest und man kann so auf den Seil überall klettern. Und ich werde jetzt versuchen, die Kette damit durchzubrechen. Im Grunde bin ich bereit. Kakerlaken, seien Sie vorsichtig. Und 1 und 2 und... Komm schon, du schaffst das! Also, was ist, wenn ich eine Kette nach der anderen heraufziehe? Also, einige... Also, die hier. Und 1 und 2 und... ich ziehe wirklich mit aller Kraft. Dieses Objekt wird mir nicht helfen, hier rauszukommen. Nimm diese Kaginare. Echt cooles Ding, wirklich. Starker Mann, deine Zeit ist gekommen. Nun, ich denke, ihr werdet es besser schaffen als ich. Lasst uns mal sehen. Und... Oh, der Charakter. Oh. Wow, er schafft es ganz gut. Er macht's richtig kaputt, Mann. Schau, es fliegt alles auseinander. Er reißt mal einfach so mehrere Ketten ab. Ganz easy. Also, lass uns das irgendwo nach oben schieben, damit es uns nicht stört. Jetzt haben wir die Betonblöcke erreicht. Ihr freut euch viel zu früh, weil danach wird's viel, viel schwieriger werden. Weiter kommt Beton, ihr habt schlechte Karten. Und was ist unter dem Beton? Und weiter wird's noch schwieriger werden, aber fasst du's erstmal durch den Beton. Easy. Hör zu, Kleiner! Beton und ich sind beste Freunde! Ich kann es kaum erwarten, gegen den Beton zu kämpfen. Und ich drehe das Rad und es fällt mir raus, ein verstellbarer Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel ist in der Tat ein sehr großes Ding. Und jetzt werde ich mal sehen, wie du den Beton mit so einem Schraubenschlüssel kaputt machen willst. Das klappt doch nicht, Mann! Ich nehme meine Worte zurück. Hier. So, lala. Riesiger, schwerer, verstellbarer Schraubenschlüssel aus Metall. Nun, mein lieber Beton, komm her! Mit diesem Block muss ich versuchen, der ist der Schwächste. Vlad, du hast noch 3 Minuten. Oh Leute, um ehrlich zu sein, meine Hand ist schon super verstopft und ich kann keine starken Schläge mehr machen. Aber ich kann immer noch meine letzte Minute ausnutzen und versuchen. 10, 8, komm schon, 7, komm schon. 2, 1. Komm, und du gibst es mir jetzt wieder zurück. So, und jetzt ist wieder der starke Typ dran. Wir haben fast die Flüssigseife bekommen, aber Maulige würde erwischt. Ein Kreissäge, eine Kreissäge. Es wäre besser, wenn ich dir Seife gegeben hätte. So ein Teil bekommt unser starker Mann hier, hier. Genau dein Kaliber. Also, ihr habt nur 5 Minuten. Nun mal sehen, das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich habe keine Ahnung, wofür es ist, aber ich hoffe, es ist für Beton.
Verdammt, nicht schlecht. Schaut, als hätten sie gerade einen Vielfraß bei uns in den Käfig reingeworfen. Er hat so genommen und die Betonwand mit seinen Krallen zerkratzt. Schau, wie wir die Wand jetzt aufgerissen haben. Ja, echt gut geworden. Als hätte eine Katze in die Tapete gekratzt. Und das war's. Ich dachte, in 5 Minuten seid ihr schon fertig. Wir werden diese Wand in der nächsten Runde fertig haben. Lass uns drehen. Wie auch immer. Ich bin mir sicher, ihr habt schon verloren. Also, Bro, du bist dran. Komm schon, ich kann's kaum erwarten, um uns herauszufinden, was ich dort haben werde. Nunchucks. Warum kein Presslufthammer? Weil das Glücksrad es so gewählt hat. Also, Michelangelo, bist du bereit? Hier, die Nunchucks extra für dich. Also, fang an. Mir scheint, dass ich mit diesen Nunchucks nicht die Mauer leben werde, sondern mich selbst. Hängt alles davon an, wie du dich anstellst. Also, der erste Schlag. Stück für Stück. Ihr habt wahrscheinlich vergessen, dass ihr aus der Kiste noch raus müsst, Leute. Wenn ihr ein Loch macht, muss es ein großes sein. Ich denke, wir können einfach das Rad drehen, bis wir den Presslufthammer bekommen. Nimm es. In der nächsten Runde werfe ich euch ein Stinktier rein. Obwohl, hier ist schon ein Stinktier. Ich werde dich mit dem Finger drauf zeigen. Hey, lustig. Presslufthammer, 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 Presslufthammer! Na gut, schau, sie ist genau auf dem Presslufthammer hängen geblieben. Hast du einen Cheat benutzt oder so? Wie hat das nur geklappt? Das ist das Glücksrad und das Glück ist auf unserer Seite. Die 1000 Euro gehören sowieso mir. Er hat uns noch keinen Presslufthammer gegeben. Ey, jetzt wird alles schön. Leute, dieses Ding zerstört selbst Asphalt. Wenn es euch nicht hilft, dann weiß ich nicht Bescheid. Entscheid mir, dass er die nicht mal einschalten muss. Nimm die einfach und... Endlich ein Presslufthammer, jetzt wird endlich das richtige Feuer geben. Ist es kaputt? So, das war's. Eure 5 Minuten sind um. Bring den Strom zurück. Das war's, neues Werkzeug. Okay, wir spielen nach der Ring. Also komm schon, lass mich jetzt am Glücksrad drehen. Leute, ich will auch wieder einen Presslufthammer. Der zertrümmert die Wände generell ganz gut. Nun ist kein Presslufthammer, aber ein Hammer. Ein Hammer? Das ist doch sehr gut. Nun, interessant. Also, wow, das ist ein Glücksfall. Großer, geh auf die Seite. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dieser oder mit dieser Seite zuschlagen soll. Okay, los geht's. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich denke, es läuft gut. Die Schläge werden schwächer und schwächer. Warte, ist müde. Ich hab Angst vor der Kakerlake bekommen. Nun, hier könnt ihr meinen Fortschritt sehen. Hier riecht es nicht nach Fortschritt. Hier riecht es nur noch darin, dass Vlad den Hammer umsonst bekommen hat. Also, gib ihn mir zurück. Wie versäumt? Ich hab ganz gut gemacht. Was sagst du? Was? 3 Zentimeter? Tadam! Nein, nicht du. Der Starke ist dran. Presslufthammer, schon wieder? Nein, Leute, nicht schon wieder. Das ist schon eine verbesserte Version des Presslufthammers. Wird es auch eine verbesserte Version des Hammers geben? Es wird eine verbesserte Version von allen geben, aber erstmal eine verbesserte Version des Presslufthammers. Also interessant. Ja, bitte. Also mit sowas können wir sozusagen einfach durch den Boden kriechen und hier rauskommen. Okay, und nach dem Video willst du hier alles reparieren, oder nicht? Du hast es also erfunden. Verdammt. Okay, wir müssen durch die Wand kommen. Lass uns machen. Hör zu, ich bin es schon ziemlich leid, hier zu sitzen. Und ich habe mich entschlossen, hier sofort rauszukommen. Überhaupt keine Frage, Mann. Auf geht's! Jetzt macht er schon ein Lob für eine große Person. Leute, gute Nachrichten. Wir haben bereits die neue Ebene erreicht. Eine Schicht mit Metall. Aber das Metall ist doch irgendwie ungewöhnlich. Aber in eine Formart Schuppen. Also, schlechte Nachrichten. Ihr habt nur noch 1 Minute übrig. Die schlechte Nachricht ist, dass es da Metall gibt. Was sollen wir damit machen? Ihn durchbrechen? Ich dachte, nach Beton wird es einfacher. Aber Beton ist nur Blumen. Also gut, wir werden schauen. Die Zeit ist um. Also, das verwendete Metall hier ist sehr stark. Also, dreht endlich das Rad. Also, nun, was soll ich sagen, Leute? Hier hilft wahrscheinlich nur ein Walzwerkzeug oder eine Metallschere, wenn sie wirklich cool sind. Nun, ich bekomme ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen? Pech gehabt. Viel Spaß damit, mit dem Teil durchzukommen. Also, Leute, ich denke, das Interessanteste, was einem Bügeleisen passieren kann, ist, wenn es kaputt geht. Und 1 und 2 und... interessant, schaut. Ja, ich werde das Loch im Beton nicht erweitern, ich werde das Metall nicht brechen, aber das Eisen ist gebrochen. Aha. Die Verkabelung rot, blau, nimm es. Oh Mann, schade, eigentlich habe ich meinen Merch damit früher gebügelt. Naja, egal, nächste Runde. Der Große ist jetzt dran. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Und es fällt raus.
ein Wolfswerkzeug. Das ist eigentlich das Einzige, was uns wirklich helfen kann. Ein Walzwerkzeug ist mein Lieblingsinstrument, wenn wir in Boxen sitzen, weil es nicht nur mit Metall helfen kann, sondern auch Beton, Ketten, alles, was man sich vorstellen kann. Leute, es kommt durch! Gib uns dringend einen neuen Walzen, dieser ist kaputt! Nur noch 3 Sekunden. 1, 2, 3, ja, bitte sehr. Schaut, Leute, die Schabe ist jetzt abgenutzt, Leute, wow! Dein Lied ist fast am Ende, die Lautsprecher sind lautlos. Er hat's rausgebrochen. Fassungslos, schaut euch das nur an. Es ist nur noch Baum übrig. Also jetzt drehe ich das Glücksrad und mir fällt ein Baumschnittwerkzeug und ich komme raus. Nun was? Tut mir leid. Also, da ist auch eine Holzschicht und dreh mal dran. Los. Also, was hast du vorbereitet? Gasschneider, okay. Ich dreh einfach. Oh. Ein Rambock? Ein Rambock aus Baum? Was ist das? Ein Ding ist das. Das haben früher die Wikinger benutzt, um was zu stürmen und kaputt zu machen. Also hier, bitte sehr. Ich denke, das ist so ein Teil, auf die Schaltfläche abonnieren zu drücken. Nein, Vlad, du irrst dich. Dafür muss man einfach nur auf den Abo-Button drücken. Ganz einfach unten hin. Oder Finger. Denn jeder schaut sich die Videos auf dem Handy. Alles, was sie brauchen, ist nur ein Finger. Schaut, wie groß das Ding ist. Die wiegt mindestens 4 Kilogramm. Ich glaube fest an den Rambock, weil nur Breiten übrig bleiben. Sie sind irgendwo an den Bolzen befestigt. Es scheint mir, dass ich mit Hilfe dieses Ding, diese Mauer, richtig gut durchkommen kann. Mit Hilfe eines Rambocks werden Tore und Burgen kaputt gemacht, als ob ich nicht schaffen werde, ein paar Holzstücke zu brechen. Ich nehme meine Worte zurück. Es funktioniert nicht. Nimm es weg. Yeah. Komm schon. Dave, bitte, viel Glück. Komm schon, lass es mit dir sein. Und wir bekommen eine Bohrmaschine. Nein, wir bekommen eine große Axt. Hier, bitte festhalten. Ist es genug, um ein paar Holzstücke durchzuschneiden? Ich glaube schon. Holz und Metall lieben sich. Sehr schlecht, sehr schlecht. Komm schon, wir werden gewinnen! Time out! 5 Minuten sind um! Verdammt, fast nur noch ein bisschen. Hier so ein Loch und so ein Loch brauchen wir, um den Kopf durchzubekommen, so dass man den ganzen Körper durchbekommt. Aber natürlich nicht in seinem Fall. Ich wäre durchgekommen. Also verdammt, wir waren sehr nah. Bring bitte das Glücksrad her. Dreh das Rad. Gib mir eine Bohrmaschine, mein Lieber. Und? Ein Trennschleifer. Was ist das für eine Größe? Bleib ruhig. Glenn, was machst du da? Also, ich dachte, ihr werdet eine Axt bekommen, aber ihr habt den jetzt, den Trennschneider. Also, 5 Minuten, los geht's. Sicherheitsmaßnahmen und los geht's. So klingt der Sieg. Leute, sieht, was für eine Schönheit ich in 5 Minuten gemacht habe, gesäugt, gebohrt habe. Ich denke, dass Atom jetzt einen guten Schlag mit seinem Fuß braucht, um eine Chance für uns herzukommen. Ich höre das in diesem Video schon zum 15. Mal oder so. Nein, nun jetzt, schau, jetzt tritt er mit dem Fuß. Das war so einfach. Wow. Nun, was soll ich sagen, Leute? Da ich dieses Loch bereits sehe, verstehe ich, dass ich ohne Probleme durchkommen werde. Also hat Glenn verloren. Ich bin bereit zu gehen. Und 1, 2 und 3. Für kleine Leute nicht einfach. Und Das war's. Endlich! Also, nach der Regel der Challenge musst du eigentlich nur da rauskommen. Ich bin ausgestiegen. Kann wer überhaupt aussteigen? Oh! Oh, Brüste, 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 vorwärts, vorwärts, Und alle sind durchgekommen, natürlich. Richtig gut gemacht! Also Leute, ich gratuliere euch. Ihr habt die Challenge erfolgreich gemeistert. Also an allen danke und tschüss. Danke fürs Zusehen. Gebt uns ein Like. Also, 2, 3, 4, 5... 19, gib her! So, für dich. Nun Leute, danke fürs Zuschauen. Yes, du alle! Wohlverdient. Nun Leute, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich war bei euch, mein Name ist Vlad4Glenn. Der stärkste Mann der Welt.
Auf Wiedersehen. Gelehnt, gib dich auf, gelehnt, Blatt Papierchen. Gelehnt, gib dich auf, gelehnt, Blatt Papierchen. Ich sitze in meinem Labor und nicht in deiner Kirche.